wir läuten heute die heiße Phase des Wahlkampfes ein. Und in der Tat, man hat bei dem Wahlkampf unsere Aktivitäten natürlich aufgenommen, um das Gefühl gehabt, das plätschert schon so vor sich hin, es geht um nichts. Wir meinen aber, es geht bei diesen Wahlen sehr wohl um was, weil wir in einer Gesellschaft leben, wo sich eine zunehmende Angstkultur ausbreitet und wir wollen ihm etwas entgegensetzen. Und wir sagen ganz klar, egal wer nach dem 22.09. miteinander verhandelt, wir machen Druck für einen Mindestlohn von 10 Euro. Dafür, dass das Hartz-IV-Sanktionssystem abgeschafft wird. In einem ersten Schritt sollen die Regelsätze auf 500 Euro angehoben werden und wir wollen eine sanktionsfreie Mindestsicherung. Wir machen Druck dafür, dass das finanziert wird durch eine entsprechende Besteuerung von Millionären. Wir machen Druck für eine Rente, die sicher vor Armut schützt, zum Beispiel durch eine solidarische Mindestrente von 1050 Euro, denn niemand soll im Alter gezwungen sein, seinen Unterhalt durch Flaschensammeln absichern zu müssen. Und wir machen einen Druck für eine friedliche Außenpolitik, denn wir meinen, Bomben schaffen keinen Krieg. Also man muss ja auch sagen, der Wahlkampf ist ja vor allem deshalb scheinbar so langweilig oder ist so langweilig, weil die SPD einen Kanzlerkandidaten aufgestellt hat, der sich eigentlich von Frau Merkel kaum unterscheidet. Und bisher sagt ja die SPD auch, sie schließt eine Koalition mit der Linken aus. Das heißt, sie bereitet sich offensichtlich auf eine große Koalition vor. Das bedeutet aber, dass sie ihre eigenen Wähler für dumm verkauft, weil sie wird natürlich mit der CDU kein einziges ihrer Wahlversprechen einlösen können. Sie verspricht ja auch einen Mindestlohn. Sie hat zumindest im Programm auch eine Vermögenssteuer. Und natürlich werden wir nach dem Wahltag sehr, sehr deutlich sie daran erinnern, was sie den Wählern versprochen hat. Und dann wird man sehen, was draus wird. Da klingt ja gerade schon ein bisschen an, dass man in einigen Punkten zumindest, vielleicht gerade vor allen Dingen im Bereich Außenpolitik natürlich nicht, aber in einigen sozialen Bereichen gar nicht so weit auseinander liegt. Wo wären Sie denn aber dennoch bereit, nochmal vielleicht der SPD gegenüber entgegenzukommen? Also ich glaube, wenn man das Wahlprogramm der SPD liest, dann gibt es da sicherlich ähnliche Ansätze. Die Frage ist, wie ernst die SPD ihr eigenes Wahlprogramm nimmt. Und wenn die SPD irgendwann wieder zur Besinnung kommt, wenn sie sich daran erinnert, was mal sozialdemokratische Politik war, von Hebel bis Brand, dann gibt es sicherlich einen gemeinsamen Nenner, aber wir machen nicht vor der Wahl irgendwelche Zugeständnisse und Rückzüge, sondern im Gegenteil. Ich glaube, das, was wir im Wahlprogramm haben, das ist eigentlich das, was jemand, der originär auch sozialdemokratische Politik möchte, unterschreiben kann. Und wir hoffen, dass die SPD irgendwann tatsächlich solche Politik auch wieder mitträgt. Ja, das ist ja noch ein bisschen unübersichtlich, was dabei herauskommt. Also es gibt sicherlich Kräfte, die auf jeden Fall einen Militärschlag wollen. Es gibt aber offenbar auch mehr Widerstand, als man vielleicht zunächst gedacht hat. Ich glaube, egal wie die USA entscheidet, wichtig ist eben auch, wie Deutschland sich positioniert. Und da finde ich wichtig, sollte es einen Militärschlag geben, dass wir uns nicht nur direkt nicht daran beteiligen, das sagen ja inzwischen alle, sondern auch indirekt jede Teilnahme und jede Unterstützung verweigern. Das heißt, keine Überflugrechte, keine Nutzung der US-Militärbasen. Denn das war zum Beispiel damals im Irakkrieg ja ein gewisses faules Spiel. Da hat man gesagt, wir machen nicht mit, aber indirekt haben wir dann doch diesen Krieg unterstützt. Und ich denke, es ist gerade auch in dem Zusammenhang sehr wichtig, dass die Linke mit ihrer klaren Position, Krieg ist nie eine Lösung, Krieg ist das größte Menschenrechtsverbrechen, dass sie bei der Wahl gestärkt wird, weil das natürlich auch ein Druck auf die anderen Parteien ist, sich wirklich an solchen Abenteuern nie wieder zu beteiligen. Das zeigt sehr deutlich, wie falsch diese Kriegslogik ist. Wir helfen den Ländern nicht, wir helfen den Menschen vor Ort nicht, sondern es sind einfach immer barbarische Verbrechen, die mit Bombenangriffen und mit Krieg verbunden sind. Und so löst man keine Probleme, so schafft man nur größere. Danke.